Hallo zusammen zu einem weiteren iPhone Gameplay Video und das ist mein 21. Video. Also es gibt auch ein paar Videos, die ich in zwei Teilen geschnitten habe, die habe ich dann natürlich auch als 1 gezählt. Also mein 21. Video. Dann möchte ich mich zuerst bei euch bedanken, denn ich habe jetzt auch meinen zweiten Weihnachtswunsch erfüllt, 1000 Kanalaufrufe. Ich habe nämlich 1029 schon. Und ja, der erste Weihnachtswunsch war schon vor einer Woche erfüllt, ungefähr 50 Abonnenten bis Weihnachten. Und dafür möchte ich euch auch nochmal danken. So, jetzt befinden wir uns im Hauptmenü von dem Spiel Sentinel. Kennt ihr wahrscheinlich vielleicht schon mal gehört. Also Sentinel heißt übersetzt aus dem Englischen Wachturm oder Wachposten oder Wache. Das Spiel ist in Zukunft und wir gehen jetzt einfach mal auf Play. Wir sehen, ich bin jetzt selber immer noch beim ersten Level. Es gibt nur 4. Nehme ich mal Medium, Hard, gibt es hier 4 Level. Und hier oben noch verschiedene Moden, wobei ich den ersten noch frei habe zurzeit. Bin auf Start. Ja, hat mein vorher angefangenes Spiel jetzt gelöscht. So. Und es ist einfach so ein Wachkostenspiel. Ich weiß nicht, wie man das... Ich kriege jetzt hier so eine nächste Welle. Und die muss ich halt irgendwie hier mit so Türmen, ne, aufhalten. Und hier oben habe ich dann immer Geld. Dieses Spielprinzip kennt ihr jeder. Ich kann auch näher ranzoomen ein bisschen. Weiter weg. Kann mich hier frei bewegen. Jetzt sehen wir hier schon, kommen so Aliens. So, ich weiß jetzt nicht, warum hier jetzt, normalerweise, jetzt kriege ich noch Boni und so. Jetzt habe ich wieder 16 Geld. Kommt die nächste Welle, hier unten sehe ich dann immer, was ich gerade kaufen kann, für wie viel Geld. 20 ist so ein einfaches MG, 50 ist so etwas wie das hier, das bringt schon relativ viel, so eine Art Bombe. Dann das dritte ist, sendet so Wellen aus und schädigt sie, so atomare Verstrahlung kann man dazu sagen. Ich kann euch mal hier so ein MG zeigen. Stelle ich einfach mal hier hin. So, das feuert hier. Dann sieht man auch, dass ihr hier schon Leben bekommt. Dann das MG ist jetzt am Anfang schon noch relativ stark. So, jetzt habe ich auch schon wieder 33. Ich könnte jetzt schon wieder ein neues MG sagen, aber ich warte jetzt hier einfach. So, das waren jetzt so eine Art Insekten. Die gibt es auch. Es gibt dann noch so Flug-Aliens. Jetzt kommen wieder Insekten. Wird da oben immer angezeigt auch, welche die nächste Welle ist. So, und jetzt kann ich dann auch schon... stelle ich sie hier hin. Ja, das heißt, die wenigen, die da jetzt durchkommen. So. Hier oben steht dann noch die wievielte Welle von den wievielen ist, die ich durchhalten muss. Ich muss 60 durchhalten und jetzt beginnt gerade die 7. Dann meine Punktzahl und das Geld habe ich euch vorhin schon gesagt. Hier unten habe ich auch noch nicht, ganz ehrlich, muss ich zugeben, nicht verstanden, was man hier machen kann. Hier kann man etwas umschalten. Dollar zwischen einem Dollarzeichen und einem Schraubenzieher. Ich weiß nicht, vielleicht bringt das Technik mehr extra Punkte. Ich lasse es meistens auf Dollar stehen. Ich glaube, dann kriegt man extra Punkte. Ganz sicher bin ich mir da aber nicht. So, und jetzt habe ich auch schon wieder 74. Ich warte jetzt mal ab und zeige euch einfach hier. So, wenn die Mauer erreicht haben, versuchen die zu zerstören. Da sind auch nochmal 2 MGs, die das Ganze schützen. Und wenn diese Mauer zerstört ist, gibt es noch eine zweite. Allerdings, wenn die zerstört ist, können sie in das Lager eindringen. Ja, daher kommt auch der Name, übersetzt Wachposten. Man muss halt dafür sorgen, dass die Viecher nicht... Ja, jetzt werden die Wellen schon stärker. Jetzt kommen sie nämlich schon bis dahin. So, jetzt kann ich euch mal dieses Teil zeigen. Das sind jetzt hier das
sendet irgendwelche atomaren Strahlen oder sowas in der Art aus. So, kriege ich wieder ein paar Bonuspunkte und Bonusgeld. Und mir wird die nächste Welle angezeigt. Das macht die langsamer auch. Hier sieht man es schön, dass sie es die langsamer macht. Diese atomare Verstrahlung. Und so, gut. Also das Spiel gefällt mir, macht wirklich Spaß. Vor allem, wenn man einmal so ein Level angefangen hat, will man es wirklich durchspielen, bis man es geschafft hat. Oder vielleicht höchstens, bis man gestorben ist. Also bis sie ins Lager eingedrungen sind. Und ja. Dann ist es auch immer klug, solche Wachposten hier zu errichten. Die dann einerseits hier, allerdings auch hier, wenn die später durchkommen sollten. Zum Beispiel hier einen zu errichten, bringt nicht so viel, da der immer nur, sobald die durch sind, während hier kann dann später auch noch mitwirken. Ja. So, jetzt bin ich schon bei der 12. Welle. Und wenn ich alle Wellen geschafft habe, habe ich dieses Level geschafft. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, ist wirklich schwierig, aber es gibt ja auch nur 4 Level. Deswegen, wenn die dann auch noch schwieriger sind. Ja. Also die Grafik finde ich jetzt nicht gerade die beste, aber sie ist in Ordnung. Und jetzt über die Weihnachtszeit kostet das Spiel nicht. Ihr solltet es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist ja auch so ein kleines, ist ja, na, in welches Genre würde ich das jetzt reinpacken? In ein bisschen Geschicklichkeit, aber auch Strategie eher. Ja, schon fast, eher Strategie. Ja. Ja, und das funktioniert jetzt auch relativ gut. Alles, ich kann jetzt hier nochmal, ja. So, und jetzt kommt schon die dritte Speziesart, die haben jetzt so Flügel. Und ja. Oh, jetzt ist mir das ein bisschen verrutscht, ich wollte es eigentlich daneben haben. Deswegen, aber naja. Das sind ja nicht so viel Geld, ist ja eh nicht so viel Geld gewesen. Brauche ich noch. So, und jetzt sehen wir hier schon, dass die meiner Mauer hier übelst mitspielen. So, und durch sind sie. Das ist dann auch nicht so toll. So, komme ich währenddessen ich hier noch ein bisschen spiele zum Fazit. Das Spiel macht wirklich Spaß. Und ja. So, was bei den Flugdingern hier das Schlimme ist. Sie können von diesen Bomben nicht attackiert werden, auch von dem Atommauernstrahler hier, sondern nur so von MGs. Deswegen baue ich jetzt hier auch noch ein zweites hier so hin. So, also kommen wir zum Fazit. Die Grafik könnte wirklich durchaus besser sein. Aber jetzt, wo es kostenlos ist, wirklich gut. Dafür reicht's. Das Gameplay ist man wirklich Spaß und auch ein bisschen süchtig. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und 79 Cent würde ich jetzt auch noch dafür ausgeben. 1,59 jetzt vielleicht eher nicht mehr. Aber ja, vielleicht habt ihr da ja auch eine andere Meinung. Einfach mal ausprobieren das Spiel auf jeden Fall. Jetzt ist es ja kostenlos. Also in Grafik gebe ich dem Spiel 3 von 5 Stern im Ton, das kann ich euch gerade mal zeigen. Kriegt es von mir auch 3 von 5 Sternen, da könnte auch ein bisschen besser sein. Und das Gameplay ist auf jeden Fall super und deswegen kriegt es im Gameplay von mir 4,5 von 5 Sternen. Und im Gesamten sage ich 4 von 5 Sternen für dieses kleine Spiel.
Holt's euch, solange es noch kostenlos ist. Ich habe gerade nochmal, also ich habe mir es gestern gekauft und ich habe gerade eben nochmal geguckt, ob es heute auch noch kostenlos ist. Es ist noch kostenlos, also ladet es euch am besten noch gleich runter. Ist auch nicht so groß, verbraucht also auch nicht viel Speicherplatz. So, hier noch eine MG hin. So, gut. Also probiert es aus. 79 Cent wäre dafür auch relativ gut investiertes Geld. 1,59 wäre ich mir jetzt schon nicht mehr so sicher, ob es sich dafür lohnen wird. Auf jeden Fall kauft es euch oder ladet es euch runter jetzt für kostenlos vor Weihnachten. Und ja, den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!